Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, der Mocha. Und ja, da sind wir wieder. Wir sind jetzt bereit für das Testspiel Braunschweig gegen Braunschweig, die zweite Mannschaft. Ich lasse die Aufstellung genauso. Muss hier noch Poirier als pressender Stürmer umstellen. Wir sind ja auch noch dabei, Robin Ziegele zu verkaufen an West Bromwich. Und dann die Spieler wärmen sich auf und dann müssen wir uns mal umsehen. Das ist also die Aufstellung. Ja, in der zweiten Mannschaft sind auch einige, die wir noch hochziehen können, das stimmt. André Ziegele, den kenne ich nicht. Natürlich Schwenk, Otto, Pfitzner, Niemann. Das sind so die Bekannten. Ich werde den Spielern sagen, sie sollen Spaß haben. So, dann geht es los. Ach ja, jetzt muss ich hier erstmal Spieltempo zwischenhalten. Kiewski auf Bär. So, jetzt simuliert er ordentlich schnell. Hier kann man dann natürlich Spielerwechsel, Taktik. Ich werde jetzt hier ein bisschen, die sollen kontrolliert nach vorne spielen. Ja, ich habe meine Taktik nicht. Hier kann ich verlangen Zurufe. Und Bär 1-0. Gegen die zweite Mannschaft erwarte ich Minimum ein 3-0. So, Teamanweisung, wenn wir hier gerade schmeißen. Ich möchte, dass ihr über die Flügel spielt nach innen. Ich möchte, dass ihr schneller spielt. Ich möchte, dass ihr ein bisschen breiter steht. Geduldig spielen ist richtig. Seltener dribbeln, Standards herausholen, den Pass in die Tiefe möchte ich sehen. Nach Ballbesitz gewinnen Konter. Pressing-Identität dafür aber enger decken. Und bei den Duellen auf den Beinen bleiben. So spielen wir das Ganze jetzt runter. So, Fürstner auf Bär. Der mit einer Flanke auf Feigenspahn. Der am rechten Rand des 16ers auch wieder auf Bär, der daneben schießt. Okay, der war abgenommen, also gibt es einen Eckball. Bär mit der Ecke auf Poirier, er erreicht ihn aber nicht. Nkansa behauptet den Ball auf Ziegele. Ich werde natürlich jetzt in der Halbzeitpause. Jetzt. Wechseln. Bestimmt. So, dann starten wir jetzt die zweite Halbzeit, machen aber direkt Pause und gehen hier in den Spielerwechselmodus. Engelhardt kommt für Fesic. Gordon kommt für Kammerbauer. Amade kommt für Lehrig. Poschwitz kommt in den Sturm. Kessel kommt für Nkansa. Wiebe kommt für. Ich muss jetzt mal gucken, wer da noch ist. Fnerek. Ademi ist halt auch nur Stürmer, das ist problematisch. Schlüter kommt für Kiewski. Putaro ist auch nur Stürmer. Putaro kommt dann mal auf links.
Die spielen jetzt nicht ihre richtigen Positionen. Der kommt jetzt. Ja, machen wir das mal so. Weil es das erste Testspiel ist, gehe ich damit mal durch. Robert, Direktabnahme von Förster. Siehst du, er wird ausgewechselt, darf aber vorher noch treffen. Ich brauche keine Wiederholung. Sie können aus. Ein Tor erwarte ich aber noch hier, ne? Ach du Heilige, Wilmers kommt durch. Ne, Villas. Zurück auf Ziegerle. Zurück auf Heinke. Pfitzner. Heinke. Auf Wilkas. Aber Engelhardt hält. Hier kommt, geht weiter nach vorne. Mehr fordern. Da hoffen wir mal, dass diese Folge, sage ich schon, dieses Spiel erfolgreich ist. Erfolgreich ist es aber nicht so wirklich. Nehmen wir mit dem Freistoß auf Schumann, weiter auf Dismar, nehmen wir wieder, Becker klärt. Und das Spiel ist vorbei. Ich sag mal so, wenn es so läuft wie ja, wenn es so läuft wie in meiner anderen Saison, werde ich noch ein, zwei freie, vertragslose Spieler verpflichten. Komfortabler 2-0-Sieg für Braunschweig. Ja, ist nicht wichtig. Da muss ich allerdings noch, ich kann mir jetzt vom Sportdirektor vorschlagen lassen. Das hier sind die Abgänge, Zugänge. So. Ich möchte. Was möchte ich denn? Mindestempfehlung bitte auf 70 stellen. Angebotene vertragslose Spieler machen wir mal bis 31. Ja, dann gucken wir mal. Ich denke mal, diesmal geht es bis Bohemien. Muss ich aber gucken, wie weit ich natürlich komme. Saisonvorschau 1860 München. Die haben Timo Gebhardt und Kraljevic und Köppel an Schweinfurt verloren. Der Medientipp ist Platz 7. Er hat gut für sein Land gespielt, hat zwei Tore geschossen. Verdammte Axt. Kobylanski, der war echt gut. Ich möchte nicht eine Einführung. So. Da werde ich jetzt am Anfang erstmal nichts machen. Es wird noch kommen. Wenn Braunschweig erfolgreicher wird. Jetzt zur Zeit mache ich das nicht. So, ich gucke jetzt hier noch mal kurz in den Einstellungen nach, weil es mich wundert. Sound im Spiel.
Aber so innerhalb dieses. Gibt es keinen. So, das ist auch okay. Gut. Gucken wir mal an, ob die Spieler haben, die für uns interessant sein könnten. Gut. Ist außerhalb unseres Scouting-Bereiches, deswegen kann unser Team-Scout halt nichts sagen. Hier, das ist der Social Feed. Hier sieht man dann sowas, Braunschweigs Angebot an Köppel. Angebot ablehnen. Wir sollten nicht Köppel niemals verkaufen von gegnerischer Mannschaft, also von den Fans. Bla 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 bla. Teamvorschau. Medientipp auf Platz 5. Das werden wir verbessern. Und Putaro hat sich verletzt, aber nur 2 Tage. Das ist egal. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte auf jeden Fall noch Spieler der zweiten Mannschaft hochziehen. Ich werde mich Otto auf jeden Fall gerne hochziehen. Und ich würde Pfitzner gerne hochziehen. Und Bangso. Dafür werde ich Engelhardt in den Kader von 2 verschieben. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Hier ist er. Und Engelhardt werden wir auch auf die Transferliste setzen. Wo geht das? Ich möchte den gerne verkaufen auf den Transfer. Ja, dann machen wir das jetzt erstmal so. Mitarbeiter, wir müssen sowieso jetzt hier erstmal gucken, was unsere Aufgaben sind. Es wird schon erstmal so stimmen. Trainingsberichten. Kensa hat nicht gut trainiert, genauso wie Feigensporn und Becker. Aber noch sage ich erstmal nichts. Match-Fitness. Also Putaro könnte sogar spielen. Das ging jetzt schneller, als ich befürchtet habe. Allerdings, was wir definitiv noch machen müssen. Zweite Bundesliga. Da würde ich jetzt auch eher einen unteren Verein nehmen. Hier Osnabrück oder die Roten da. Gehen wir mal zum FC St. Pauli, Spieler der ersten Mannschaft.
Hornschuh. Philipp Keller. Zweiunddreißig Jahre ist mir allerdings zu alt. 28 ist mir auch zu alt. Ja, dass der nicht geht, ist klar. Dass der nicht geht, ist klar. Der ist sowieso nur Wildin. Das ist halt das Problem. So, jetzt haben wir 12 Auswechselspieler dabei. Ich werde Bangsov von Anfang an spielen lassen. Was ich wieder vergessen habe einzustellen. Verdammte Axt, die Lautstärke muss runter. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Die stelle ich sofort runter. Mein Gott. Kann ich das hier nicht mehr einstellen? Was ein Mist. Das muss ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall. Muss die Lautstärke runter. Ich kann es mir leiser stellen, das geht. Aber huiuiui, in der Aufnahme später wird das laut sein. Und ich habe natürlich wieder hier vergessen, meine Teamanweisungen zu geben. Das muss ich ganz dringend. Standards herausspielen, seltene Dribbeln, passen in die Tiefe. Konter. Dann lassen wir Koller hat den Ball. Er spielt auf Gordon. Der verliert den Ball an Holländer. Oder Holländer. Aber gut zurück von Kammerbauer oder Gordon. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist das für eine Flanke? Ich bin gerade ein bisschen unterwältigt. Hier, was ist denn? Holländer. 20. Hat keinen Marktwert. Also, wir wissen ihn nicht. Das ist. Kobylanski mit der Ecke. Wieder ist dieser Holländer da. Aber weit drüber. Ja, ich habe Engelhardt jetzt rausgeschmissen aus dem Tor. Ersetzt euch Bangsloh, weil ich Bangsloh für die Zukunft für uns besser sehe. Es wird sowieso so sein, dass der wahrscheinlich. Oh, verdammt. Das ist gar nicht gut. Entschuldigung.
Es wird wahrscheinlich später sowieso so sein, dass er nicht spielen wird. Weil, ja, wir werden uns früher oder später einen neuen Torwart kaufen. Ja, und dann mal schauen, ne? Ich mache jetzt mal ganz kurz Real Talk. Es ist 4:51 Uhr am Donnerstagmorgen. Ich werde gleich zur Arbeit fahren. Also ich nehme das morgens auf. Ich habe ja hier Familie, Kiddies zu Hause. Da kann ich ja nicht spielen, aufnehmen etc., wann ich will. Ich muss hier auch meine Ruhe haben. Deswegen mache ich das jetzt vor dem Aufstehen, also vor dem Aufstehen, hahaha, vor dem, vor Arbeit. Ich suche mal ein Stündchen meine Ruhe ab. Ja, auf jeden Fall spielt jetzt Kammerbauer den Ball weiter zu Nering. Wieder zurück zu Kammerbauer. Auf Kiewski. Biancardi. Mit dem Ball in den Strafraum. Auf Poirier, aber gehalten von Wiesner. Kiewski mit dem Freistoß im Mittelfeld. Zurückgelegt auf Kessel. Wieder Kiewski. Auf Biancardi. Geklärt von Klaus, aber Biancardi weiter am Ball. Kessel wieder mit dem Aufbau. Pudi mit der klärenden Aktion auf Hackl, Levi, Rendela. Sorry, wenn ich die Namen von Bohemien nicht kann. Mir ist die tschechische Liga kein Begriff. Und schöne Chance von Drka Hrdlika. Kessel mit dem Aufbau zurückgelegt auf Bangso. Der hält den Ball recht lange, wieder auf Kessel. Ball auf Otto gespielt. Der mit einem langen Ball auf Biancardi, aber von Kraus geklärt. Oh, ein Konter, aber gehalten von Bangso. Wir machen jetzt mal unsere Spielerwechsel. Fesic wird nicht kommen. Gehen wir heute von unten nach oben. Paul Kroller, der spielt weiter. Den will ich nämlich mir angucken. So, da bin ich wieder. Nachdem meine Tochter heute Morgen aufgestanden ist, musste ich natürlich abbrechen, die Aufnahme. Aber jetzt geht's weiter. Wo waren wir? Alfons Almade kommt für Kevin Gordon. Der Stefan Fürstner kommt für den Kammerbauer. Nee, kommt für Erik. Alles klar. Der Poschwitz da vorne ran. Robin Ziegele kommt für Benjamin Kessel. Dann Danilo Wiebe für den Kammerbauer. Robin Becker für Kiewski. Jetzt wird es natürlich schon wieder schwer. Feigenspann kommt auf jeden Fall noch für Biancardi. Und das lassen wir jetzt erstmal so. Also die Ecke nach dem gehaltenen Ball von Banshoff. Lang und weit bringt Sicherheit, oder wie heißt es? Aber jetzt drückt schon wieder die Bohemians. Deswegen gehe ich mal auf kontrolliert, dass sie kontrollierte Offensive haben sollen. Ich rufe noch mal rein. Nee, geht noch nicht. Man kann nämlich nicht die ganze Zeit zurufen. Ja. Und da liegen wir schon zurück.
Da müssen wir jetzt vielleicht mal etwas strenger mit der Mannschaft in Verbindung gehen. Zeigt etwas Leidenschaft. Jetzt wechseln die ihren Keeper aus. Ja, der Koller. Er war erst 17 Jahre alt. Ich bin mir echt nicht sicher. Mein Plan ist es ja, diese Saison aufzusteigen. 1-1 und weiter. Also mein Plan ist es, diese Saison aufzusteigen. Und ich glaube, in der zweiten Liga, wenn wir dann auch ein bisschen Geld haben zum Spieler verpflichten und etc. etc. etc., dann brauchen wir ihn wahrscheinlich nicht mehr. Wer mit der Ecke? Auf Borschwitz und dann steht es 2 zu 1. Aber ich rufe dir zu, sie sollen weitermachen. Mehr fordern. Aber, das war noch mal gefährlich. Erneute Ecke für die Bohemians. Gut abgefangen, aber doch, Poschwitz kommt an den Ball. Da sehen wir es schon wieder nicht mehr. Er möchte ausgewechselt werden, aber die letzten Minuten kann er auch noch durchspielen. Jari Otto auf dem rechten Flügel, nein. Aber es gibt Ecke, die wiederum Bär schießt. Jun klärt, aber Feigenspahn hat ihn. Will ihn in die Mitte bringen, aber Schumacher klärt den Ball. Wieder Einwurf Braunschweig. Becker auf Bär, der wieder zu Becker. Porschwitz kommt nicht an den Ball, der kommt wieder zu Bär. Amade schießt aus dem Hintergrund 3 zu 1. Sehr schön. Ich muss hier, glaube ich, mal den Tisch vor mir wischen. Es klebt etwas. Kommt hier sogar noch das 4-1? Förster mit dem Freistoß? Nein, kommt keiner ran. Weit geklärt von den Bohemians. Keiner geht ran. Abpfiff. Das haben wir 3 zu 1 gewonnen. Dann machen wir jetzt noch eine Mannschaftsansprache. Ich will jetzt meine Mannschaft mehr als alles andere. Kobylanski verletzt. Och du Heilige, 4 bis 5 Wochen, das ist ganz schlecht, weil Kobylanski. Entschuldigung, weil Kobylanski ja eine Stütze unserer Mannschaft ist. Aber ich sage ihm, er muss sich keine Sorgen machen, das wird weitergehen. Ich simuliere jetzt nochmal einmal weiter. Ich will keine Einführung. Weiter. Es konnte kein Scouting-Bericht über Slavia Prag. Das Spiel speichert. Und damit sind wir am Ende der zweiten Folge des, ich glaube, Sega Fußballmanager 2020. Gucken wir uns die letzte Mail an. Haller hat Willi Sagnol verpflichtet. Das ist doch was. Der Trainingsplan. Damit befassen wir uns aber erst beim nächsten Mal. Dann sage ich mal, ciao, ciao, euer Mucke.